Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Nicole und ich bin richtig aufgeregt, denn heute habe ich einen ganz besonderen Adventskalender für euch. Den gibt es so regulär gar nicht zu kaufen. Dieser Kalender, ihr seht ihn hier schon stehen, den hat mir die liebe Yvonne gepackt, eine Zuschauerin von mir, die auch mal gewonnen hat bei mir bei einer Verlosung. Und die hat mich mit diesem Kalender jetzt einfach mal so überrascht und ich bin hin und weg. Ich bin darum eben auch richtig aufgeregt, freue mich drauf, den auszupacken. Ich bin gespannt, was sie da so in die Boxen gefüllt hat und vielleicht ist das ja auch eine Anregung, dieses Video, dieses Unboxing, selbst zu überlegen, was man so in einen Kalender packen könnte, wenn man selbst einen gestalten möchte, wenn man den dann verschenken möchte und so weiter. Ja, ich erzähle euch gleich noch mal ein bisschen mehr zu Yvonne und dann legen wir auch los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich möchte euch einmal ganz kurz erzählen, wie es zu diesem Adventskalender gekommen ist. Die liebe Yvonne ist schon ganz lange Zuschauerin bei mir und hat eben gewonnen bei einer Verlosung bei mir. Und ich hatte ihr das Paket zugeschickt. Daraufhin hatte sie mir eine kurze Nachricht via Instagram geschrieben. Ich habe die hier vor mir, ich lese das mal kurz ab. Allerherzlichen Dank, dein Päckchen ist angekommen und ich bin hin und weg. Ich würde dir so gerne auch eins schicken, wenn ich darf. Habe es schon fast fertig gepackt, bitte. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Also zum einen, ich erwarte nicht, dass ihr mir irgendetwas zurückschickt, wenn ihr etwas bei mir gewinnt. Ich teile gerne und ich mache das vom Herzen und ich freue mich immer, wenn andere sich freuen. Und jetzt hatte sie hier aber schon geschrieben, habe es schon fast fertig gepackt. Das heißt, ich hatte eigentlich im Prinzip gar keine andere Wahl. Und ja, ich habe dann geschrieben, okay, schick mir das gerne zu. Dann schickte sie mir ein Foto von der Quittung vom Versand. Und da musste ich dann feststellen, es ist kein Päckchen, es ist ein Paket. Denn da stand was von 3,9 Kilogramm. Ja, also dachte ich mir, gut, was schickst du mir da? Ich war total baff, weil 3,9 Kilogramm, das ist kein kleines Dankeschön, das ist schon irgendwas Großes, dachte ich mir. Und ich meinte dann nur, sie ist verrückt und dann hatte sie verraten, dass sie mir einen Adventskalender gepackt hat. Ja, und das ist er jetzt, den packen wir jetzt einmal aus. Sie hat einen Kalender von Grace Flowerbox hergenommen. Ich meine, die trocknen so Blumen und diese sehen immer total hübsch aus und die halten sich dann ganz, ganz lange. Und er sieht richtig hübsch aus mit dieser Rose und so. Also das gefällt mir. Sie hat noch eine kleine Karte dabei gepackt. Da hat sie hier auch einen Schmetterling aufgeklebt, genauso wie hier an dem Kalender selbst. Ganz süß. Liebe Nicole, nun neigt sich das Jahr dem Ende zu. Der Herbst zeigt sich hoffentlich von seiner goldigen Seite. Es ist Zeit, Danke zu sagen. Deine Videos lassen mich vom Arbeitsalltag abschalten. Ich freue mich, dass ich dir ein Paket senden darf. Hab viel Freude beim Auspacken und Entdecken. Ich wünsche dir eine tolle Zeit. Herbst, Vorweihnacht, Weihnacht und so weiter. Mit herzlichen Grüßen von deiner Zuschauerin Yvonne. Herzlichen Dank, Yvonne. Und hier vorne steht auch ein Spruch drauf. Fressen, schlafen, fressen, schlafen, fressen, schlafen. Zack, schön, Raupe müsste man sein. Und diesen Spruch hatte ich ganz lang auf einer Tafel immer in meinem Video-Hintergrund stehen. Und der ist so süß, der Spruch, oder? Und ich finde es süß, dass sie den extra auf dieser Karte ausgewählt hat. Ich habe den Kalender hier mal so ein bisschen anlehnen müssen an mein Regal, weil ich Angst hatte, wenn er gerade steht, dass mir die Boxen so ein bisschen rausfallen. Und hier haben wir die Box Nummer 1. Schon eine echt große Box hier und ja, Taschentücher sehe ich. Ah, okay, und noch eine Maske, glaube ich. Also das ist das, was in der ersten Box drin ist. Und da haben wir einmal, du bist einfach zauberhaft, Taschentücher drin mit einem Einhorn drauf. Ist das niedlich. 10 Stück sind da drin, wie so üblich in den Packungen. Und dann sind da noch so ganz viele Sterne mit drauf. Ganz Zucker. Und dann haben wir hier noch eine Maske von Sanssouci, Baden-Baden, Forever Young, also für immer jung. Eine Fließmaske haben wir hier, die soll straffend wirken. Es ist eine Intensivmaske und die ist für alle Hauttypen geeignet. Ich freue mich drauf, die auszuprobieren. Die kenne ich nämlich noch nicht. Und
Ja, so Tuchmasken, da kann ich einfach auch super abschalten. Meistens mache ich auch immer eine Tuchmaske drauf, wenn ich kurz bevor ich drehe, bevor ich mich schminke, damit eben die Haut die für den Moment nötigen pflegenden Komponenten noch bekommt. Die zwei haben wir jetzt einmal hier. Oh, die ist aber so eine Schachtel, so eine Kombination. Bei dem Kalender habe ich auch noch nicht gesehen. Und sehe ich da eine 10? Ja, da ist noch eine zweite Lage dahinter versteckt. Irre. Hier klappert es etwas und so von der Form her würde ich vermuten, da ist eine Art Stift drin, vielleicht ein Eyeliner, ein Kajal, ein Lipliner, so etwas in die Richtung. Und wir haben hier Be Graceful. Das ist ein Bleistift, ist das, glaube ich. Ja, würde ich jetzt vermuten, damit man ein paar Notizen festhalten kann. Das heißt, die liebe Yvonne hat mir nicht nur Beauty eingepackt, sondern auch noch etwas, um der Kreativität freien Lauf zu lassen. Und ich habe auch ein Buch und ich glaube, da lege ich den dazu, wo ich mich mal so ein paar Skizzen reinmache und ein bisschen was drin zeichne. Das finde ich sehr schön und ja, herzlichen Dank. Und die 3 ist viel kürzer, aber auch so richtig zuckerschmal. Das ist so spannend hier. Okay, ein kleines Spray. Hier haben wir eine Parfümprobe vom Aqua del Elba, Elba, Aqua del Elba Klassiker Donna. Kenne ich nicht. Werde ich gerne mal ausprobieren. Ich sprühe mir das hier mal auf mein Handgelenk. Ich glaube, das ist ein Duft, der gut für den Alltag geeignet ist. Es ist so ein, ja, blumiger Duft mit einem herben Einschlag drin. Aber dennoch recht feminin, also ein schöner Duft und den werde ich für die Arbeit verwenden. Hier haben wir die Nummer 4 und das ist so aufregend. Hier sehe ich jetzt ein bisschen Papier, also nochmal extra eingepackt, das Produkt. Und hier haben wir tatsächlich von Grace Flower Box einen Rosenblütenkopf in einer Box drin quasi und das sieht sehr schön aus. Kann man sich gut dekorativ irgendwo hinstellen. Ich kann mir auch vorstellen, das zum Beispiel bei Fotos mit einzubauen, wenn ich so Produkte für Instagram zum Beispiel fotografiere. Das sieht sehr hübsch aus. Es hat irgendwie was, ne? Dadurch, dass es so auch in dieser Box ist, das wirkt irgendwie wie so für die Ewigkeit konserviert und die sollen auch ewig halten, diese Blumen. Und das passt perfekt auch zu dem Kalender. Also wenn man jetzt hier so von vorne schaut, dann sieht dieser Blütenkopf quasi genau aus wie die Rose hier auf dem Kalender. Die Nummer 5 ist auch wieder eine schmale Box, aber sie ist etwas tiefer als die anderen schmalen, die wir schon hatten. Und da sehe ich jetzt etwas Gelbes. Sommershake. Wir haben hier von Krüger ein Getränk drin, ein Cool Drinks Typ Sommershake und das ist mit Ananas und Kokosgeschmack. Liebe Yvonne, ich glaube, das hast du mir reingepackt aufgrund meiner Themenhauls, die ich so mache. Da gab es nämlich auch schon einen Ananas-Kokos-Haul und das wird ausprobiert. Das werde ich gerne testen. Ich glaube, das löst man einfach nur im Wasser auf. Genau, den Inhalt eines Beutels in ein Glas geben, 200 Milliliter kalte, am besten eiskalte Vollmilch hinzugeben, umrühren, fertig. Also nicht mit Wasser, sondern mit Milch. Das wird ausprobiert und dann ein paar Eiswürfel noch mit rein und dann trinke ich das sehr gerne. Der Nikolaus ist wahnsinnig groß und schwer. Ich bin gespannt, was du mir da reingepackt hast, liebe Yvonne. Und da haben wir auch noch mal ganz sicher in Papier etwas eingewickelt. Ich glaube, das sind mehrere Sachen. Oh, du bist verrückt. Sie hat mir hier eine meiner Lieblingsmarken eingepackt. Ein Produkt sehe ich gerade schon, nämlich Rituals. Da haben wir hier The Ritual of Ayurveda. Ein Handpeeling ist das. Es soll magisch die Hände ganz weich machen und 100 Milliliter sind hier drin. Ich bin überrascht über die goldene Tube, denn die Ayurveda-Reihe ist ja eigentlich in so einer roten Tube immer drin oder in einer roten Farbvariation. Und ich liebe diese Ayurveda-Reihe. Sie ist für mich einfach sehr feminin und ich finde generell hat Rituals einfach so ganz besondere Düfte. Das ist eben hier mit indischer Rose und süßem Mandelöl ganz toll und das probiere ich aus. Da freue ich mich drauf.
Und das zweite Produkt ist von einer anderen Marke, aber auch richtig toll und passend zu dem Peeling auch, von Barbour Spa, eine tägliche Handcreme mit 100 ml. Und hier finde ich das Packaging allein schon so hübsch mit diesen Mohnblumen da drauf. Das gefällt mir, das mag ich gerne leiden. Ich stehe gerade vor einem absoluten Rätsel. Ich finde meine Glückszahl, die Nummer 7, nicht. Ich bin hier irgendwie alle Boxen gerade durchgegangen. Hier hinter manchen verstecken sich auch noch weitere Boxen. Aber ich habe die 7 jetzt nicht gefunden. Und ich glaube, ich mache jetzt einfach mal mit der Nummer 8 weiter. Und die 7 wird schon noch auftauchen. Und dann schauen wir uns die dann später an. Hier haben wir sie jetzt, die Nummer 8. Und das ist wieder eine leichte, schmale Schachtel. Da ist auch ein Stift drin und das ist aber aus dem dekorativen Bereich von der Marke Illa Maska. Ein Coloring Pencil Lip Crayon ist das in einem ganz tollen Farbton. Das ist so ein nudiger Farbton, der einfach sehr gut zu vielen Farben von Lippenstiften passt, zumindest aus meiner Kollektion, die ich so gerne verwende. Und den swatche ich euch einfach mal. Dann seht ihr das einmal. Ein ganz toller Ton, sehr vielseitig kombinierbar. Darüber freue ich mich. Vielen lieben Dank. Die Nummer 7 habe ich immer noch nicht entdeckt. Wir machen also weiter mit der Nummer 9. Und da haben wir auch wieder etwas in Papier extra eingepackt drin. Das wickele ich mal aus. Und da haben wir 3 Produkte gleich. Okay, also das erste, was wir jetzt hier haben, ist von einer Schweizer Marke, nämlich Louis Widmer. Ein Sonnenschutz ist das mit einem Lichtschutzfaktor von 50+, also mehr geht nicht, sehr gut. Wir haben hier für jeden Hauttypen ein wasserfestes Produkt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das für das Gesicht ist und es sieht auch so aus, als wenn das ein festes Produkt wäre. Sehr interessant. Lip Somal Sun Milk. Sonnenmilch steht hier nur nochmal für alle Hauttypen. Und mit sehr hohem Schutz. Ich glaube, ich lasse es aber mal noch zu. Ich werde es aber gerne ausprobieren. Ich finde so einen hohen Lichtschutzfaktor sehr gut. Verwende ich auch speziell im Hochsommer dann fürs Gesicht. Das teste ich gerne aus. Dann haben wir hier noch eine Tube von Manakada ist das dann, glaube ich. Ja, Manakada. Da steht es noch klein an der Seite. Ein Runway Ready Face Primer ist das. Schritt 1 mit 20 ml und ich glaube, einen Primer habe ich von Manakada noch nicht. Die Marke habe ich auch durch diverse Beautyboxen kennengelernt und ich, Runway Ready, das kann alles möglich jetzt sein, ob das jetzt mattierend ist oder Glow schenkt, das kann ich euch jetzt leider nicht verraten. Das steht jetzt hier auch nicht so wirklich drauf. Runway Ready, also für den Laufsteg fertig machen. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Und dann haben wir hier noch einmal dieses Produkt. Und das ist auch von Manakada Beauty. Ah, das ist das Lippenpeeling, was ich so toll fand. Das hast du dir gemerkt, Yvonne, oder? Das ist ein Lippenpeeling in Stiftform, wie ein Lippenstift eben. Das kann man sich dadurch ganz praktisch direkt auf die Lippen auftragen. Und es ist total angenehm und gleichzeitig pflegend. Es ist für mich das beste Lippenpeeling, was ich je verwendet habe. Und ich bin mir jetzt nicht mehr so hundertprozentig sicher, ob das so einen leicht fruchtigen eine vielleicht fruchtige Note hatte oder ob das komplett duftneutral war. Das ist schon ein paar Tage her, wo ich es verwendet habe, aber es ist mir eben in sehr guter Erinnerung geblieben aufgrund der praktischen Anwendung und des sehr gut peelenden Effektes. Weiter geht es mit der Nummer 10 und ich glaube, da haben wir nochmal so ein Getränk drin, wo wir vorhin das mit Kokos und Ananas hatten und hier haben wir nochmal eines mit Waldbeergeschmack, auch sehr gut und ich liebe Beeren. Cool Drinks, Summer Shake von Krüger wieder. Ich freue mich drüber, probiere ich gerne aus, dann kann ich da mit meinem Sohn mal zusammen mixen und dann trinken wir das gemeinsam, finde ich sehr schön. Ich glaube, ich hatte noch nie so ein riesiges Adventskalender-Türchen bzw. Box. Das ist wahnsinnig groß und schwer. Und sie hat hier auch einen ganz hübschen Schmetterling drauf gemacht mit so ein bisschen Glitzer. Die werde ich nachher alle noch abmachen und werde mir die aufheben. Und das bleibt dann in Erinnerung bei mir. Okay, wir haben hier erst einmal ein
Herz, ein süßes Herz. Und das ist ein entspannendes Wohlfühlbad. Badeherzen, Love Spa mit Ringelblume und Mangoduft. Ich liebe Mangoduft. Ich mag so diese säuerliche Note dabei. Und das Herz sieht ganz süß aus. Es ist da, glaube ich, nochmal extra eingeschweißt, aber man riecht es hier trotzdem gut durch. Ja, das hat so einen richtig schönen fruchtigen Einschlag. Richtig toll. Ah, da freue ich mich drauf. Da werde ich bald mal wieder baden gehen. Und dann sehe ich hier zwei weiße Schachteln noch drin. Und da haben wir zwei Produkte von der Marke Biomed. Die sagt mir so noch gar nichts. Ich glaube, das ist aber eine Marke, die man bestimmt in der Apotheke auch bekommt. Denn hier steht Organic Medical Skincare noch mit dazu beim Markennamen. Und das sind beides Produkte für die Augen. Wir haben hier eine Erste-Hilfe-Augenmaske. Mit Aloe Vera ist die. Und dann haben wir noch Tränensäcke AD, eine Augenpflege gegen Schwellungen. Und das enthält Koffein und grünen Tee. Und Koffein und Tee hilft bei mir immer richtig gut. Ich schaue mir mal jetzt von einer hier die Tube auch an. Ich gehe mal davon aus, das ist eine Tube. Ja. Also das ist einmal die Tränensäcke AD Augenpflege. Die werde ich sehr gerne ausprobieren, zumal ich die Marke auch noch nicht kenne. Und hier sind 99% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs drin. Und es ist geeignet für sensible Haut. Sehr schön. Ich glaube, die zweite schauen wir uns auch einmal an. Die Augenmaske. So Augenmasken kann man in der Regel abends auftragen und durchaus auch über Nacht einfach drauf lassen, bis es eingezogen ist. Das ist die Augenmaske. Und da schaue ich jetzt mal kurz. Es interessiert mich. In beiden Tuben sind 15 Milliliter drin. Ich finde jetzt hier auf die Schnelle nichts zur Anwendung. Hier ist aber noch ein Beipackzettel tatsächlich drin. Das schaue ich mir dann mal später noch in Ruhe an. Aber ich werde beide Produkte sehr gerne ausprobieren. Finde ich total klasse. Und in der Nummer 11 war noch was weiteres drin, nämlich das hier. Und da haben wir einmal einen Stoffbeutel mit Blütenmuster. Darin ist auch noch was eingewickelt. Das zeige ich euch gleich. Und ja, wir haben hier so einen richtig schönen Einkaufsbeutel, Shopperbeutel mit ganz hübschen Blumen drauf. Oh yes, steht da noch. Und der wird mit verwendet werden. Da werde ich, wenn ich shoppen gehe, den einfach mal mit einstecken. Da habe ich immer so einen Beutel mit dabei. Und dann haben wir hier noch ein Pflegeprodukt oder ein Reinigungsprodukt von Hot House Flowers. Peony Amber Hand Soap, also eine Handseife mit Pfingstrose. Peony ist Pfingstrose, glaube ich. Und Amber eben, 240 Milliliter sind hier drin. Und das Packaging ist ja auch ein ganz süßes mit den Blumen und Schmetterlingen. Und das finde ich total nett und hübsch. Ich glaube, da werde ich mal dran riechen. Es riecht sehr frisch und angenehm, ein bisschen blumig. Gefällt mir vom Duft sehr gut und das wird dann im Badezimmer landen, dass in manchen Boxen gleich mehrere Produkte drin sind. Es ist Wahnsinn, ich bin so überwältigt und wir sind jetzt bei der Hälfte angekommen. Wir haben hier die Box Nummer 12. Es ist wieder eine große und sie ist sehr schwer. Und ich glaube, hier sind auch wieder zwei Produkte drin. Und das erste ist von Badefee, auch eine ganz tolle Marke. Da haben wir hier ein eine Deo-Rising Cream, Blütenzart. Also eine Deo-Creme ist das mit dem Duft Blütenzart. Das finde ich sehr schön. Ich verwende solche Deo-Cremes gerne im Alltag, also wenn ich nicht arbeiten muss oder wenn ich mich frisch rasiert habe. 50 Milliliter sind hier drin und ja, die sieht sehr, sehr cremig aus, ein bisschen fluffig sogar. Und die riecht total angenehm. Leicht und blumig und richtig gut. Also diese Deo-Creme gefällt mir vom Geruch schon mal richtig gut. Und dann haben wir hier noch etwas von Badefee, glaube ich, drin. Ja, auch wieder in der Duftvariation Blütenzart. Und das ist ein Bad- und Duschmousse. Okay, ist das wie eine Duschgel, nur als Mousse? Finde ich jetzt auch sehr spannend und interessant. Das kenne ich auch noch nicht. Hier ist ein Warnhinweis. Bad- und Duschmousse, cremige Reinigungsmousse, milde Formel mit hohem Anteil an feuchtigkeitsspendenden Glycerin. Luxuriöser Schaum macht Duschen oder Baden zu einem innovativen Pflegeerlebnis.
Zur Verwendung im Bad und Dusche eine ausreichende Menge Mousse entnehmen und in sanft kreisenden Bewegungen aufschäumen. Benutzen Sie das Produkt wie Duschgel oder Seife. Sehr interessant. Und wenn das auch noch genauso gut riecht wie die Deo-Creme, dann bin ich total begeistert. Da freue ich mich drauf, das auszuprobieren. Hier haben wir jetzt die Nummer 13. Und die ist ganz schön prall gefüllt. Ich glaube, sie hat hier die Schachtel kaum zubekommen. Und da haben wir nochmal was von Rituals drin und auch eins meiner liebsten Produkte, nämlich das Ritual of Ying Deep Sleep Pillow Mist mit Heiligenholz und Lavendel. Und das ist eben so eine tolle Duftkombination. Dadurch ist der Lavendel nicht so penetrant durch diese holzigen Noten. Es hilft mir unheimlich gut beim Einschlafen und ich sprühe es mir gerne aufs Kopfkissen. Man kann es sich theoretisch auch auf den Körper sprühen. Dann würde ich es zum Beispiel auf die Handgelenke sprühen. Aber ich sprühe es immer aufs Kopfkissen und das ist so toll. Herzlichen Dank. Hier haben wir jetzt die Nummer 14. Und die ist sehr, sehr schwer. Ein Glas haben wir hier und da haben wir eine Kerze drin. Eine Loving Rose Kerze von Grace. Das ist eben die Marke, wo auch der Kalender herkommt. Die riecht unheimlich gut nach Rose. Also ein ganz schöner, ja fast pudriger Rosenduft. Ich mag ja nicht jeden Rosenduft, aber der ist wirklich sehr angenehm. Das wäre so eine Kerze, die würde ich mir zum Beispiel ins Badezimmer stellen. Da habe ich so eine kleine Anrichte und wenn ich mir ein Bad einlasse, dann habe ich immer eine Kerze an und dann wäre das so genau die richtige Größe auch dafür. Ach schön, das werde ich dann mit ins Badezimmer nehmen. Und jetzt hatten wir die Boxnummer, ich habe schon vergessen, die 14. Ich bin wie gesagt echt aufgeregt. Ich suche mal die Nummer 15. Okay, ich habe jetzt die Nummer 15 hier weggenommen und sehe, dass hier sogar 3 Lagen Boxen sind. Da werde ich gleich nochmal schauen. Da wird bestimmt die Nummer 7 dabei sein, die ich vorher nicht gefunden hatte. Aber jetzt habe ich die Nummer 15 in der Hand. Die machen wir darum jetzt erstmal auf. Und da haben wir einmal einen Anhänger von Badezusätze. Geschenk für dich. Also nochmal etwas für die Badewanne. Und dann ist hier das auch nochmal eingepackt. Oh, ist das niedlich. Wir haben hier einen Muffin im Prinzip mit Sahnehaube und Rosenblüte obendrauf. Und oh, das riecht so frisch, frisch, fruchtig, limonig. Der riecht toll. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt mit der Duftbeschreibung so richtig liege, aber das riecht total lecker. Hier steht jetzt leider nichts mit bei, was da genau für Düfte drin sein sollen. Aber ich würde sagen, so eine Mischung aus frisch, fruchtig und limonig. Riecht sehr, sehr gut. Und ja, ich muss unbedingt zeitnah baden, stelle ich fest. Nein, die Nummer 7 war da jetzt auch wieder nicht mit dabei. Ich bin verwirrt. Oder habe ich sie versehentlich schon mit ausgepackt? Egal, wir machen weiter mit der Nummer 16. Die haben wir jetzt einmal hier und dann sieht man nämlich, dass dahinter 2 weitere Boxen sind. Und ja, das ist eine ziemlich flache, große Schachtel. Sie ist auch gewölbt und hier sind auch mehrere Produkte drin. Yvonne, Wahnsinn. Okay, also wir haben hier zuallererst ein Produkt, was ich bereits kenne, Tucker Bath. Das ist ein Bubble Body Wash Pad. Das habe ich auch schon mal ausprobiert. Das ist ein großes Pad mit 2 Seiten. Die eine Seite ist ein bisschen gröber und hat dadurch einen peelenden Effekt. Und die andere Seite, die hat da ein Reinigungsprodukt drin für den Körper, was dann auch so ein bisschen aufschäumt. Hier sind Otaka-Enzyme mit drin. Also das soll richtig gut für die Haut sein. Werde ich sehr gerne auch nochmal verwenden. Und dann habe ich hier was zu naschen. Oh, lecker, von Trolli. Ich liebe Gummitierchen. Und hier haben wir die Milchkuh. Mach dein Leben trolliger. Die werde ich sehr gerne mit meinem Sohn teilen. Der wird sich darüber freuen. Und dann haben wir hier nochmal ein zweites Tucker Bath. Sehr schön. Dann kann ich das wirklich mal längerfristig testen. Und dann werde ich vielleicht einen Effekt spüren. Das werde ich mal nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Die Nummer 17 ist jetzt im Gegensatz wieder eine kleine. Und da haben wir nochmal so ein Getränk von Krüger drin. Ich sehe schon. Es ist aber diesmal grün. Und in der Variante Minze Schoko.
Oh, ich hoffe, das schmeckt so ein bisschen wie After Eight. After Eight esse ich gerne, nicht immer, aber wenn ich so einen Keeper drauf habe, dann eben genau nach After Eight und Minze Schoko. Vielleicht wird das ja genauso schmecken. Hier haben wir die Nummer 18 und das ist eine schmale Box. Hier sind auch wieder mehrere Produkte drin. Und das ist auch wieder für die Badewanne etwas. Im Doppelpack kommen wir hier von Trackle Moon das Fizzy Sparkling Party, den Badeschaum drin. Einmal mit weißer Traube und Pfirsich. Es wird bestimmt so ein bisschen nach Eistee riechen. Und einmal mit, auch mit White Grape and Peach. Steht hier nur auf Englisch drauf, also auch weiße Traube und Pfirsich. Duftprobe, Nase ran. Ja, werde ich auch gerne ausprobieren. Trackle Moon ist, was so gerade auch Duschprodukte betrifft, eine meiner Lieblingsmarken aus der Drogerie. Und auch das wird sich die liebe Yvonne bestimmt gemerkt haben, weil ich das auch schon ein paar Mal erwähnt habe. Herzlichen Dank, du Liebe. Die Nummer 19 ist wieder so eine wahnsinnig große Box. Auch hier ist wieder ein hübscher Schmetterling mit dran. Und das ist so schwer. Ich lege das mal vor mich hin. Okay, wow. Also spätestens jetzt bin ich mehr als platt. Denn wir haben hier auch nochmal was ganz Besonderes drin, nämlich diese beiden Produkte von Rituals. Aus der Reihe The Ritual of Tsuru haben wir einmal einen Duschschaum mit 200 Millilitern und hier ist das Packaging auch so besonders schön mit diesem Kranich da drauf und ja, Gold and Pine ist die Duftrichtung. Und dann haben wir noch passend dazu so eine Badebomben. Drei Stück sind hier drin und die sehen auch total klasse aus. Also ein bisschen riecht man auch durch. Das ist so ein warmer Duft, so ein bisschen holzig. Holzig, blumig. Richtig toll. Ein perfekter Duft für den Winter, glaube ich. Die Nummer 20 haben wir jetzt hier und die ist ziemlich leicht. Und hier sind aber auch wieder zwei Produkte drin. Und zwar einmal von B-Routine eine Ampulle, die Hanf-Booster-Ampulle. Sehr schön. Für jeden Hauttypen ist die geeignet. Beauty-Stoff für deine Haut steht hier. Besänftigt die Haut mit Hanfextrakt und Koffein. Ich glaube, die habe ich auch noch nicht ausprobiert. Die werde ich gerne testen. Und ja, so hautberuhigende Geschichten kann ich auch gerade gerne mal im Winter gebrauchen. Und dann haben wir hier noch von Evo Beauty das Evo Eye, eine Silber Mascara. Eine silberne Mascara. Spannend. Von Evo Beauty hatte ich mal ein Wimpernserum gehabt. Und hier haben wir jetzt so ja, ein glitzerndes, silbernes etwas. Und das ist wirklich eine Mascara. Also wird die dann, ich mache das jetzt einfach mal auf, ordentlich Schimmer auf die Wimpern geben. Also das Bürstchen sieht gut aus. Habe ich noch nie gesehen, dass so mit Silber ist. Also man kennt ja blaue Mascara zum Beispiel oder auch grüne, aber silberne kenne ich noch nicht. Finde ich sehr interessant und werde ich mal ausprobieren. Die 21 ist dran, eine schmale Schachtel und sind auch schon wieder mehrere Produkte drin. Okay. Gut, also ich starte einmal hiermit. Es sieht sehr hübsch aus, so. Ja, wie die Nacht. Dreaming of Flawless Skin Glove Moon Pads. Wir haben hier wiederverwendbare Make-up-Entferner-Pads drin in einem sehr hübschen Packaging. Ich mag die Pads von Glove. Habe ich auch schon ein paar hier zu Hause da. Ich nutze die zum Beispiel, um Augen-Make-up zu entfernen. Also je nachdem, welche Größe man da eben auch hat. Und das hier ist jetzt so eins in einer ganz normalen Wattepad-Größe. Sehr flauschig, in rosa. Und man kann damit aber auch super zum Beispiel, wenn man einen Toner verwendet, den damit auftragen. Manche Toner sind ja auch zum Sprühen, das dann anschließend damit verteilen. Also die sind wirklich vielseitig, nicht nur zum Make-up verwenden geeignet. Und das finde ich sehr schön und das kommt mit zu meinen anderen dazu. Und dann haben wir noch ein zweites Produkt in dieser Box. Und damit hat sie mich ja, ne? Denn ich liebe Blushes. Und hier haben wir ein Quattro an Blushtönen von Eveline Cosmetics. Blush Sensation 4 in 1 Blusher Palette. Und da sind echt schöne Farbtöne dabei.
Die werden wir mal swatchen, denke ich. Wir haben hier zwei matte und zwei schimmernde Farbtöne drin. Der hier oben ist so ein richtig schöner, nudiger, leicht peachiger Farbton. Hier etwas dunkler. Dann haben wir hier im Prinzip einen Highlighter mit Peach-Einschlag und dann noch so einen schönen Roseton. Ich werde euch die einfach alle mal swatchen. Fühlt sich seidig an. Also die matten bin ich gerade bei. Und die schimmernden fühlen sich fast identisch von der Textur an. Vielleicht eine Nuance cremiger. Das sind die vier auf meinen Fingern. Und ich swatch euch das jetzt einfach mal hier hin. Das ist der helle Matte. Dann haben wir hier einmal den dunklen Matten. Ja. Einmal den rosa Schimmer. Sehr schön. Und einmal den Peach Schimmer. Also ich glaube, dieser Peach Schimmer macht sich hervorragend auch über den beiden Matten als Topper. Ich kann sie mir alle einzeln gut vorstellen zu tragen. Das ist so ein bisschen mein Beuteschema, was die Farbtöne bei Blushes betrifft. Das hast du sehr gut ausgesucht. Herzlichen Dank. Die Nummer 22 haben wir jetzt. Und da ist was Gefaltetes drin. Ach, sehr schön. Und das ist so lustig. Genau diese Maske habe ich heute vor meinem Make-up verwendet. Wir haben hier von Garnier Skin Active eine 5-Minuten-Tuchmaske drin, mit Hyaluronsäure, und Wassermelonenextrakt. Sie soll glätten und ja, die habe ich heute vor meinem Make-up verwendet. Ich habe sie allerdings 10 bis 15 Minuten drauf gelassen. Die Passform ist ganz gut. Sie lag ganz gut auf der Haut. Sie luftet leider nicht nach Wassermelone, aber sie hat echt gut Feuchtigkeit gespendet und der Haut einen ordentlichen Glow gegeben. Da freue ich mich drüber, dass ich da jetzt quasi direkt Nachschub habe. Ein sehr schöner Zufall, muss ich sagen. Die Nummer 23 habe ich jetzt hier und da haben wir drin auch wieder drei Produkte. Ich starte erstmal hier mit und auch toll. Von Rodial ein Produkt. Da habe ich jetzt diesen Monat auch so einiges leer gemacht von Rodial. Seht ihr dann in meinem Aufgebraucht-Video. Diese Lippenmaske hier war da nicht mit dabei, aber die habe ich vor ein paar Monaten auch schon mal verwendet. Dragon's Blood Lip Mask Hydrate and Tone. Es ist eine Biozellulose-Maske, welche die Lippen auch so ein bisschen auffüllen soll. Und diese Dragon's Blood-Reihe, da ist eben das sogenannte Drachenblut drin. Das ist eine, was war das, eine Wurzel oder etwas in die Richtung, die Antioxidantien enthält und so und Feuchtigkeit spendet. Sehr, sehr schön, werde ich auch gerne verwenden. Und dann hat sie hier echt zwei Lippenstifte reingepackt. Und die sind beide von MAC. Zwei Lippenstifte von MAC. Einmal der Farbton Marrakesch und einmal der Farbton D4 Danger. Die habe ich beide da, liebe Yvonne. Das muss ich jetzt gestehen. Die habe ich beide schon in meiner Sammlung. Ich muss mir da mal überlegen. Also hier, das ist der eine, das war die D4 Danger. Das ist so ein matter Lippenstift in einem ganz klassischen Rot. Ich glaube, ich habe den aber nur in klein da. Das heißt, das wäre jetzt dann die große Variante. Wenn ich den nur in klein da habe, dann behalte ich den in jedem Fall. Und Marrakesch ist so ein schöner Herbstton, finde ich. Aber den habe ich auch schon da und auch in groß da. Und da werde ich einfach mal mit der lieben Yvonne schreiben, ob ich den weitergeben darf oder so. Ich denke, da wird sie nichts dagegen haben. Krass, ich bin echt sprachlos. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Und die letzte Box ist jetzt nochmal so eine ganz große und sie ist im Vergleich aber zu den anderen großen relativ leicht. Oh. Jetzt muss ich schauen, dass ich das hier ganz vorsichtig einmal aufmache. Ich zeige euch das jetzt einmal quasi noch in der Verpackung. Wir haben hier so eine schöne weiße Rose drin und die sieht aus, als wenn sie gestern erst gepflückt worden wäre. Ich finde, ich weiß nicht, wie die das machen, was sie da generell mit diesen Blumen machen, dass sie sich dann so lange halten. Ein klein wenig riecht sie auch, duftet sie auch schön nach Rose. Aber oh, der sieht schön aus.
Hier ist so eine Art, ja, wahrscheinlich damit es in der Box nicht hin und her wackelt, die kann man da, glaube ich, einfach rausnehmen. Und dann kann man sich das in eine Vase zum Beispiel stellen oder, ja, ich glaube, ich werde es auch so als Fotodeko mit einbauen für Fotomotive und so. Das ist total schön. Oder als Dekoration eben hinstellen. Ach Mensch, das ist eine tolle 24. Ja Mensch, das war der Kalender. Mein Tisch ist komplett voll mit so vielen schönen Dingen, überlegten Dingen. Da war alles Mögliche dabei, vom Badezusätzen und Naschi und der Stoffbeutel, die Getränke, die Lippenstifte, die Duschschäume, die Blushes. Ich bin total, ja, fertig mit den Nerven, platt von diesem Erlebnis, dankbar, dass du, liebe Yvonne, dir überhaupt auch die Arbeit gemacht hast, allein das Ganze verpacken. Ich weiß, was da für eine Arbeit hintersteckt, weil ich ja selbst auch Kalender befülle und das ist nicht so einfach, dann auch immer die passenden Produkte für die passenden Boxen zu finden und allein sich auch wirklich die Gedanken zu machen, was packe ich da rein? Sie wusste genau, was ich mag. Sie hat sich gemerkt, was ich erzählt habe, was mir gefallen hat und das beeindruckt mich und dafür bin ich einfach enorm dankbar. Also ihr Lieben und auch du, liebe Yvonne, herzlichen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich werde jetzt erstmal alles nochmal ganz in Ruhe für mich alleine anschauen und verinnerlichen und gucken und dann werde ich mich auch nochmal bei der lieben Yvonne melden und möchte dir aber natürlich auch an dieser Stelle ganz herzlichen Dank sagen. Danke an euch alle auch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen. Und falls ihr es noch nicht eh schon getan habt, dann könnt ihr auch gerne meinen Kanal kostenfrei abonnieren. Ich werde euch auch mal zwei weitere Videovorschläge einblenden, falls ihr da noch Interesse habt. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da noch vorbeischaut. Und dann sage ich erstmal Tschüss, alles Liebe, eure Nicole.